Oh Leute, dann sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe einen Dom dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Moonstompy gegen Death Shadow. Ja. Und das ist traditionell ja ein ziemlich, ziemlich schlechtes Matchup für Death Shadow. Ich war auch richtig froh, dass ich Patrick abbekommen habe. Ja, das glaube ich dir. Und man muss jetzt aber dabei sein, es ist auch ein Stück weit besser geworden, wenn man ein paar mehr Basics spielt. Ja, genau, zwei Stück. Ja. Also man spielt jetzt eine Insel und einen Sumpf. Ja, ist doch okay. Und vorher war halt einfach nur so, okay, wir haben alles eine. Non-Basics. Und fast alles One-Drops. Quasi. Ja. Und das war halt früher nie so geil. Ja, wobei das hat sich auch nicht so großartig geändert. Oh doch, aber du hast keine Delver drin. Stimmt, man hat noch den Murktide Regent. Du hast den Murktide Regent, du hast die Bowmaster drin, du hast an One-Drops noch Brainstorm, Ponder, Thoughtseize, Reanimate und Shadows. Shadow Push? Zwei. Die kann man aber auch ersetzen. Also manche spielen ohne, manche spielen mit. Ja. Also das geht mittlerweile. Das war früher fast ausschließlich One-Drop-Land. Ja, also Chalice auf 1 war halt so, nächste Runde. Ja, das stimmt. Wow. Ja, man kann auch mal ein Pasch 6 haben. Pasch 6 als Moonstompy in einem Favorite-Matchup. Das schmeckt. Also du hast halt Hasskarten, sind Trinisphäre, Blood Moon, Chalice und Magus of the Moon. Also du hast eigentlich nur verloren. Wow. Ja, was sehen wir da? Bowmaster? Bowmaster, das ist ein Member? Ja, das ist ein Member oder so, war da auch dabei. Beim Prison. Das Problem ist halt, du kannst halt richtig impressive Hände mit Shadow haben, gerade aktuell in der Liste, weil die Liste ist diese Cycle Troll, Reanimate Troll Liste. Ja, das kann relativ schnell relativ bitter werden. Ja, das liegt aber alles daran. Noch nicht mal hat der Gegner Blood Moon, sondern hat der Gegner Chalice mittlerweile. Ja. Und das ist... Da war ein Brainstorm auch. Bowmaster, Brainstorm und ziemlich viel Schwarz. Ja. Ja, mal sehen, was passiert. Sind da Thoughtseize drin? Ja, 4 Stück. Okay. Ist halt auch on the play sehr gut, on the draw eher so medium. Ja. Und du musst halt gegen Prison ungemein mit deinem Leben haushalten. Ja, das stimmt. Die können halt echt hart zuhauen. Das ist meine erste Mal. Also wenn ein Rebel Mess halt unbeantwortet ist, in der Runde 2, ist das in der Runde, wo der angreift, halt 6 Damage. Das ist das Problem. Chromox imprint den Squee. Hengenump. Ja. Da geht das Ding schon den Bach runter. Was hat man denn da alles? Brainstorm, toll. Immer kein Force. Nee, kein Force. Da wird noch Reanimate nachgezogen. Oder? Nee. Ach nee, das ist ein Fetchland. Das ist ein Fetchland. Das heißt, man kann es trollen. Oder man spielt halt ein anderes Fetchland. Ja. Ja, trollen ist hier, denke ich, schon ganz gut. Mhm. Auch wenn man den nicht reanimaten kann. Ja, reanimaten kann man den nicht, das ist der Mist. Ist halt jetzt stark mit Fetch auf Insel, yep. Cycle auf Swamp. Dann hat man seine Basics schon zusammen. Ja. Das kommt Interrupted Spiel, das ist ein Den of the Bugbear. Was für weirde Strange Karten in diesem Moonstomp hier einfach drin sind. Ja, Den of the Bugbear, Fable of the Mirrorbreaker. Fable of the Mirrorbreaker spielt man ja, aber halt der Squee. Ach so, der Squee, ja, der ist halt so ein Kann-man-machen-Ding. Ja, so viel weirder Stuff. Und auch diese Elemental-Dame. Für mich ist das so weird, was da drin ist. Da passiert manchmal echt viel. Yes. Yes. So, jetzt ist die Frage, da geht auf die Insel. So, dann cycelt man wahrscheinlich den. Ja, dann trollt man. Ich glaube nicht, dass man hier... Oh. Dismember. Ja. Hm. Ja, lohnt sich sogar, weil, wie gesagt, nächste Runde sind 6 Schaden. Ja, so genau. Hat man nur 4 auf der Pelle. Genau. Da kommt das Dismember. Das war einfach eine von den schwarzen, dunklen Karten. Mhm. Gute Old Border Reprints. Ja, jetzt ist die Frage. Das sind Daze. Das Daze ist natürlich super irrelevant mittlerweile. Da spielt man das. Genau. Dann kann man.
mal versuchen, End of Turn Brainstorm gleich zu knallen, weil der ist eh Schrott. Ja, hat aber auch noch einen Bowie. Okay. Da ist noch ein Reanimate. Echt schön am Days gespielt. Ja. Zum Glück kommt. Oder leider, ich weiß es nicht. Ja, kommt. Fetch. Bowmaster schießt den Token. Boah, hätte man den Damage nehmen können und nächste Runde den... Ja. Den so hast du halt trotzdem den Doppelblock da liegen, ne? Ja, aber der Gegner wird halt niemals damit angreifen. Ja, stimmt. Das, auch bei dem anderen hätte der Gedanke, wenn du jetzt verzweifelt versucht hättest, einen Brainstorm reinzuspielen, er hätte Chalice gesagt, du hättest gefetcht, hättest den Troll gecycelt, für den Swamp hättest ein Duel liegen, das sieht sehr, alles sehr verzweifelt auf einmal aus. Und dann hätte der Gegner bestimmt reingehalten. Man muss ja manchmal sein Gesicht schön machen, damit der Gegner reinschlägt. Ja, das stimmt allerdings. So ein Kreis drum malen. Yes. Schöner Token von Tokus MTG. Oh, die sind echt schön. Die sind richtig schön. Und man braucht nur einen. Das ist korrekt. Weil es gibt immer nur einen Ork Army Token. Das kriegt ja so ein Thoughtsies. Ja, Thoughtsies sind da eher so die richtig guten Draws. Ja. Das macht Spaß. Shadow. Ist fair. Auch noch drauf. Ja, kosten wir mal rein. Ne? Ja. Aber der einzige gute Out ist jetzt halt Murktide, ne? Den kannst du jetzt füttern. Ja. Ja, musst du jetzt. Ja. Murktide und dann alles reinhalten, was geht, ne? So. Das ist halt jetzt echt schwierig. Cycle den Troll. Ich will den Troll ja einfach cyclen. Jo. Cycle den Troll, holt sich ein Duel. Spielt das Duel, damit er keinen Landdrop vermisst. Wenn er die Zone dazed. Sonst endet man gleich mit zwei Dinger auf der Hand, zwei Ländern. Ist auf jeden Fall trotzdem schon mal längeres Spiel, als ich gedacht habe für Game 1. Ja. Muss man einfach sagen. Vor allem mit Chalice Start. Oh, da kommt der Fable. Schon wieder um Days rum gespielt. Ja, spielt sehr, sehr schön um Days rum die ganze Zeit. Das halt. Boah. Und alles voll mit One-Drops auf der Hand. Der Klassiker. Also quasi, ganze Hand quasi Schrott. Außer der Troll. Ja. Und selbst der ist nur halb so gut, weil er den nur zum Cycle benutzen kann. Ja. True. Das war halt so eine Hand. Wenn der Chalice nicht droppt, haben wir ein Spiel. Ja. Aber er hat einen Chalice gedroppt. Weil du hättest, selbst wenn er einen Blood Moon gespielt hätte, hättest du ein Land gehabt, hättest du dir Schwarz suchen können und hättest damit zumindest für Turn 2 den Reanimate gehabt. Ja. Und der Troll der haut halt zu. 6, 12, 18, 24, dort. Ja, und dann hast du halt noch Engine-Rooms da liegen. Ja, so. Naja. Die Chance, dass der nicht lang macht, ist groß. Oh. Ja, also geht auf die Hand. Ne? Ist ein Bowie? Nee, ist ein Push. Ja, die ganz guten Draws. Ne? Alle One-Drops der Welt. Alle One-Drops der Welt. Hat noch gerade mal aufgezählt, was alles da drin im One-Drop ist. Ne? Fast alles, was da auf der Hand rumgammelt. Alles, was auf der Hand rumgammelt. Ja, Days halt nicht. Ja, Days kann man jetzt auch mittlerweile halt hardcasten. Schlecht. Ja, wenn man halt die ganze Zeit drum spielt. Wenn der Gegner jetzt ein Land spielt und Fury noch spielt oder so, das wäre schon ganz gut. Ja, wenn du halt irgendwann mal was kriegst, was halt counterbar ist. Oder du counterst halt irgendwas. Aber du musst halt jetzt irgendwie mal so ein bisschen hinkriegen. Ja, dann... ja, okay, der war ein Freebie. Ich aktiviere die Fable. Okay, dann schießt du deinen Rebelmeister tot. Ja, okay, das war... Man könnte behaupten, jetzt hätte man wieder ein Game. Nee. Nee. Das war... Au, zack, in Days reingespielt. Jetzt passieren die Fehler. Jetzt passieren die Fehler. Dun, dun, dun. Oh, jetzt ist ein Land nachgelegt. Das wäre ja so der Klassiker. Das wäre wirklich so der Klassiker. Ui. Ich meine, man hat jetzt gar keine Karte mehr. Noch ein Reanimate. Da muss endlich mal Murktide kommen oder so. Ja, Murktide würde halt schon ziemlich knallen mittlerweile. Der wäre solide. Hat aber nur drei drin. Reanimate spielen. Eins. Immer schön, mit gecountert. Ja. Picken mit dem Rebelmaster eins ins Gesicht drücken.
Random Message mitgenommen. Was? Was hat er gesagt? Ach, da war noch der Token von der Fable. Ah, da war noch ein Fable-Token. Okay, krass. Den habe ich auch nicht gesehen. Das erklärt, warum der Random Message nicht reingedrückt hat. Der Bowmaster. Mancher. Hauptsache irgendwas Master. Ja. Der wird geschwitcht. Geschwitcht. Dann. Ja, ist die Frage, was man macht. Wahrscheinlich irgendwas legen. Für 4. Wahrscheinlich nochmal so ein. Nochmal ein Berserker. Jo, ja, der Berserker kommt gut. Der kommt jetzt. Ja, das ist. Nächste Runde ist das halt richtig schwierig. Nicht mal, wenn die Chalice nicht gelegen hätte, wäre dieser Push durchgegangen. Weil ich kann dreimal nachkosten. Ja, kannst du probieren. Ist ja egal. Nee, 3? Stimmt, ja. Klar. 3. Ach. Mountain. Brainstorm. Nee, das die ist. Die guten Spells. Das ist Ja, der nächste Runde kommt jetzt halt für unendlich viel Damage. 15 Schaden. Ja, mehr. Ach, 17. Stimmt. 17 Damage. Oh. Das tut weh. Ja. Das nicht weh tut, sind meine Patrons. Vielen Dank dafür. Tali hat hier, Support hat hier aufgelistet. Und der eine YouTube-Member. Der auf Supporter-Level supportet hat, deshalb hier mit aufgezählt wird. Ist das dann nicht dieses Premium-Sub, also was du auch mit Premium, mit Amazon machen kannst? Nee, das ist Twitch. Da geht's. Ach, stimmt, das war Twitch. Genau. Sideboarden wird's danach besser? Nee, irgendwie nicht. Mein, was hast du im Sideboard? Anderen Removal? Oh, der nicht auf 1 liegt? Ja. Eine Leyline ist ganz schlecht. Weil da ist schon Reanimate auf der Hand. Ja, wobei, spielst Gegner. Du mit Grief oder ohne Grief? Ohne. Okay, aber es gibt ja auch Listen, die mit Grief spielen. Ja. Und dann kann man beim Gegner noch was reanimate. Ja, für Grief war ich zu kniepig. Ja, es gibt ja auch genug Listen, die ohne spielen tatsächlich. Ja, eine Menge, aber ich finde die auch solide, weil du spielst dann halt einfach mehr Removal. Und ich glaube, einfach Fortis ist mehr. Auf jeden Fall, diese Listen sind eigentlich schön. Du hast halt generell immer den Output mit Reanimate eine Menge Zeug zu machen, gerade aktuell. Und ja, da ist halt jetzt einfach nur die Frage, ist Force? Force ist halt immer gut, eins zu haben. Zwei Forces und oftmals bricht das Deck. Ist die Frage, ob man Blaupitch hat. Ja, ich meine, ich hätte noch einen Ponder gesehen. Ja. Ja. Da ist auf jeden Fall noch ein Land. Da ist noch ein Ponder. Jo. Reanimate geht halt klar auf die Gegnerkreaturen, also wenn er jetzt so einen Fordrop schmeißt und oh, Reanimate. Oder jetzt so ein Rebel Master. Jo. Romax kommt. Soll er machen? Traut er sich doch eh nicht. Ja, der. Kann dir doch fast egal sein, ne? Der kann dir fast egal sein, wenn du ein Ingmar hast, womit du auf Schwarz kommst. Okay. Force Pitch Force ist natürlich krass. Dann hat man keine Möglichkeit, an Schwarz zu kommen. Außer über ein Fetchland. Da ist ein Fetchland. Und Ponder. Eine Karte kennt man im Ponder, da ist noch ein Reanimate und ein Bowie. Ist die Frage, ob der Bowmaster worth ist? Nee, würde ich pondern. Interesting. Noch eine Engine Doom. Mehr Engine Doom braucht das Land. Fetch Bowie. Der gute David Bowie. Wahrscheinlich den Sumpf, richtig? Ja, muss. Röchtel. Also da gibt es eigentlich keine andere Wahl, weil es Swamp it is. Ja, Fetch, Ponder, Ding muss man auch 17 beide. Man hat bis jetzt auch noch kein Schockland. Noch mehr Exile ist im Exile. Ja, ich glaube, das ist einfach nur zum Nachvollziehen. Ja. Damit man sieht, was Force Pitch war und was nicht. Also sieht es irgendwie aus, als wären zwei Force gespielt worden. Das ist ja nicht der Fall. Ja, das stimmt.
Dann eigener Zug, dann Draw. Draw. Land. Panda. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Hm. Force, Murky. Ponda. Ponda, das ist eigentlich. Allein schon wegen dem Murktide-Kernschrott. Ja. Aber du müsstest theoretisch den Murktide nur ganz nach unten legen, dann ziehst du zumindest das Ponda nach. Kannst fetchen. Ja, du könntest, genau, du könntest das Ponda halt drauflegen, fetchen, noch Ponda. Wenn es ein Brainstorm wäre, würde ich den Murktide und das Force auf die Hand nehmen, aber du hast halt einen Brainstorm. Hm. Deswegen, auf der anderen Seite, Zeit der Gegner halt hier sehr große Schwäche. Hm. Und eigentlich müsste man jetzt davon irgendwie vorankommen. Würde ich überlegen, das Ponder nach oben zu legen, wenn man noch einen Fetchland hat, falls man fetchen muss, dass man das macht. Ich würde safe. Weiß gerade nicht, ob Low Pitch auf der Hand ist. Nee, die Handkarten sind zwei Fetchländer. Mhm. Reanimate. Mhm. Dementsprechend richtig nicht. Gut, sagst du. Man draw die, legt ein Fetchland, geht fetchen und geht dann auch mal pondern. Das ist, glaube ich, die richtige Variante, die man hier Strategie durchzieht. Ja. Ist die Frage, geht man hier auf Uzi oder geht man auf... Ja. Immer Uzi. Uiuiui. Shadows sind noch nicht so relevant. Dafür sind einfach die Leben wirklich viel zu hoch. Ja, vor allen Dingen in der ersten Runde hat der Gegner auch gar nichts für Shadow gesehen. Oh, stimmt. Das kann auch ein UB-Scam sein. Einfach, also... Wir wissen, es ist kein UB-Scan. Nee, wir wissen, es ist kein UB-Scan. Aber der Gegner könnte jetzt halt denken, gerade wenn man in Game 3 geht, ist es halt super wichtig. Oh, da ist ein Shuffle. Das. Snuffout, Schockland und eine Müllkarte. Snuffout ist halt... Ja, man hat da ein Fetchland. Man hat noch ein Fetchland, ja. Ja. Dann würde ich es auf jeden Fall nehmen für Snuffout Reanimate. Snuffout Reanimate, auch eine sehr gute Kombo. Ja, zwackt halt Leben ohne Ende. Ja, dann Surprise, ich bin doch Shadow. Ja, Surprise, ich bin doch Shadow, ne? Engine Tomb Trial ist der Deal. Da muss jetzt auf jeden Fall das Fetchland hin. Ja. Dann für zwei schwingen. Zwei mühsame Nässe, Eichelhorn. Ja, doof. Ist ja noch gar nichts zu reanimaten und nichts. Nee, auf keiner Seite. Es läuft aber auch auf keiner Seite. Chalice auf eins. Das ist halt auch so. Reanimate-Plan geht gerade auch den Bach runter. Hat mal überhaupt keine Möglichkeit loszukriegen. Doch! Mit der Ratchet Bombs. Ratchet Bomb Schrägstrich, da drin ist ein Powder Cake. Powder Cake, auch ganz nice. Ja. Man hätte auch tatsächlich die Dings spielen können. Den Filigreen irgendwas. Da, wo man Eulenmarken drauflegt und 10 Eulenmarken, 10 Damage schießt. Ja, auch zweimal. Also alles zweimal Artefakte, die für Tappen alles Boom machen. Ja, und der macht halt auch irgendwann 10 Damage. Stimmt. Ja. Was eigentlich gerade in so Control-Matchups halt wirklich der Hammer ist. Das stimmt. Sieht man auch, glaube ich, fast gar nicht. Nee, aus irgendeinem Grund spielt den keiner. Ich weiß noch nicht ganz warum. Vielleicht kann mir jemand in den Kommentaren sagen, warum. Ist das noch ein Fetchland? Nee, Wasteland. Wasteland, Engine Tomb, Beat für 2, go. Willst du Engine Tomb überhaupt Wastelanden? Ich würde hier Engine Tomb Wasteland. Man könnte natürlich auch die City Wasteland. Man könnte sich wirklich überlegen, die City. Stimmt. Du hast absolut recht. City Wasteland ist, glaube ich, hier der Way to go. Vor allem hast du Snuff Out Hardcast auf der Hand. Da weißt du, wenn da eine Kreatur kommt. Ja, da geht dann das ist so unbefriedigend. Das ist halt so räudig. Da ist noch ein Affe auf der Hand. Aber wenn ihr wüsste, wie gut der Affe Hardcast wäre, wa? Es gibt, der Affe gibt halt dann Doppelrot. Das ist die Frage, war der die ganze Zeit schon auf der Hand rumfluktuiert? Habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, es ist noch ein Grummox, ein Land und ein Affe. Da ist der Grummox, da geht der Affe rein. Aha. Oh ne, ist was anderes als. Das ist ein Fury. Dismember knallt das weg. Snuffout. Snuffout. Kannst du aber nicht reanimaten. Du kannst es nicht reanimaten, nein. Schrott. Käse. Ja, das ist übel. Jetzt das Powder Cake von der Top. Oh, das wäre gut. Powder Cake von der Top into ich destroy everything ist wäre Hammer. Schade. Du kannst probieren. Ja. Hier würde ich wahrscheinlich schon das Land knallen. Oh,
Einfach nur, damit der Gegner denkt, oh, ich habe ihn am Sack. Der kann ja keinen Force mehr haben. Ja, hast ihn ja eigentlich eh am Sack. Oh, das, dieses... Falsches Force auf der Hand. Aber Powderkick wäre echt gut gewesen, weil es halt die ganzen Chromax alle Rotquellen zerstört hat, inklusive ja, den Chalice. Inklusive der Chalice, da wäre da gar nichts mehr gekommen. Mhm. Brainstorm. Huh. Hm. Ja, jetzt ist halt dieser eine Rebel Master, Turn 33 oder so. Ja, ja, der macht jetzt hier die... Vor allen Dingen, jetzt sind halt die Top-Decks bei Prison sind durch die Dings sind durch die Chalice so viele Top-Decks jetzt Müll und Prison denkt sich halt einfach nur lalalala. Ja. I'm going down, down. Ja, ja, das ist... Du bist jetzt auch keine Karte, die ich noch rausretten würde, glaube ich. Gibt es eine Karte, die das Spiel resettet? Nee. Hm. Nee. Nee, das ist ziemlich unter. Das ist ein... Ist das ein Black Engineer? Ja. Er könnte noch. Ja, auf Goblin. Und dann blockst du den Berserker tot. Ja, der Berserker und der andere Goblin machen halt trotzdem noch 6 Damage. Ja, 6 Damage. Mhm. Und wenn du dann nicht mit Eile dir die Initiative holst, stirbst du einfach an den 5 Damage. Boah, mhm. Ist das bitter. Das ist wirklich, wirklich bitter. Das freu dich. Ja, auf der anderen Seite ist es halt für Moonstorm Beast genau das, was ich sehen will. Das macht gerade Nom, 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 Nom. Feed me more. Richtig. Deswegen, das ist schon ziemlich gut. Ja, da brauchst du auch gar nichts mehr zu machen. Schwing. Das ist halt ein schlechtes Matchup schon immer gewesen. Ja. Ich muss sagen, ich habe mit Moonstompy habe ich auch schon oft genug Dings überfahren. Shadow. Ja. Shadow hat halt 2 fiese Gegner. Das Moonstompy und das Texas. Und das merkt man halt immer wieder. Hm. Ja, der stirbt. Der ist duet. Und Top Deck, nix, was den Rebel Master kriegt. Yo, 2-0 Moon Stompy. Das war krass. Trotzdem sehr, sehr schönes Spiel dafür, dass es eigentlich sehr, sehr 90-10 Matchup ist. Jo. Deswegen sehr, sehr, sehr cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt von Commentary, von Legacy, von Openings, von Erklärvideos oder allem anderen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.